Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Ja, ich habe hier mal kurz auf die Karte geschaut und habe gesehen, ach, doof, ne? Hier irgendwie, hier ist hier alles abgeriegelt, um zu unserem Kreuz zu kommen. Deswegen habe ich jetzt hier mal so ein Fluggerät gebastelt. Und wir schauen mal, ob wir bis da auch kommen. Zur Not sind auch vorne Kanonen dran. Um Spaß zu haben. So. Das Ding verbraucht sau viel Energie, aber wir haben ja schon gut aufgewertet. Dann muss ich. Ah! Nein! Mann, oh. Ach Mann. Na gut, wir probieren das Ganze nochmal. So. Gib Gas jetzt hier. So, und hier oben machen wir noch mal einen kurzen Zwischenhalt. Um die Batterien aufzuladen. Und jetzt ohne Zwischenfälle. Schaffen wir es jetzt hier da oben? Die Kanonen vorne, die ziehen die ganze Zeit lang extrem nach vorne wegen ihrem Gewicht. Das ist auch krass, dass das so detailreich gemacht ist. Durch die Kanonen. Also, wenn ich jetzt den Stick loslasse, ne? Ich halt drück den jetzt die ganze Zeit nach hinten. Wenn ich jetzt loslasse, dann gibt der Vollgas nach vorne. Richtig krass. So, hier oben können wir zwischenlanden. Das sieht gut aus. So, jetzt mal gucken hier. Oh ne, kein Wasser mehr. Oh, direkt vor der Wand. Ja, und das wird. Wo sind wir denn hingeflogen, verflucht? Ach Mann, ey. Sind wir schon wieder hingeflogen? Also wir müssen hier rüber in die Richtung. Gut, wir fliegen weiter. Flieg weiter. Nein, drehen, drehen. Ja, sehr gut. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Und wir fliegen irgendwo gegen eine Wand. Oh, da ist was abgefallen. Erstmal kurz egal. Ich muss mal Licht machen. Also, das ist, sieht aus wie eine echt unpassierbare Wand, außer vielleicht dadurch. Wie sieht's denn da aus? Nö. Das ist nur ein Loch. Das sieht aus wie eine unpassierbare Wand. Wir sind aber jetzt auch nicht sehr weit gekommen. Wie geht's mit meinem Gerät da unten? Ich sehe es gar nicht mehr. Scheiß auf das Gerät. Wir nehmen. So ein Raketding und mein Hut schnarcht schon wieder. Das macht er immer, wenn ich mit einer Folge anfange. Ich muss hier mal meinen Kompass neu. Genau. Das muss ich auch machen. Mensch, was willst du denn schon wieder? Hau ab, Junge. Will nicht auf dich drauf. So, jetzt sind wir auch fast da. Mal gucken, ob wir da langkommen. Ey. Ich befürchte das nicht. Aber wenn nicht, habe ich noch einen Notfallplan. So. Mach mal Leuchte, Leuchte. Da kommen auch schon wieder Gegner. So, wir müssen jetzt fast am Rand sein. Hau ab. Hau ab. So. Müssen jetzt fast da an diesem besagten Rand sein. Ist das alles unpassierbar hier, ne? Dann kann es nur noch. Also hier, entweder hier oben gibt es irgendwo einen Brückengang. Ich glaube, das ist sinnlos. Es ist sinnlos, hier irgendwo einen Übergang in dem Bereich zu finden. Den wird es nicht geben. Entweder man kommt von hier drüben irgendwo hier rüber. Wobei ich halt geschaut habe, hier oben ist nirgendwo ein Loch zum Runterspringen. In dem Bereich.
Der einzige Bereich, wo ein Loch zum Runterspringen ist hier. Und was da genau darunter ist, das wissen wir nicht. Da aber hier dieser Fluss. Wo ist denn das? Moment. So was reicht. Genau, hier dieser Fluss hier, der trennt das hier voneinander. Und das Loch hier ist genau kurz vor dem Fluss. Also könnte sein. Ups, hier nochmal. Hier ist das Loch. Hier ist der Fluss, der den unteren Bereich sozusagen markiert von Trennung. Und das Ding ist hier ganz am Anfang. Vielleicht ist das Loch für uns hilfreich. Ich kann mir sonst nicht vorstellen. Also hier könnte ein Übergang sein. Was ist da unten? Das ist hier. Das ist super weit weg. Da können wir auch durch das Loch springen. Ja. Und das würde ich jetzt probieren. Vielleicht kommen wir durch das Loch da dahin, wo wir hinwollen. So war die Idee. Und wenn nicht, ja. Wenn nicht, ja. Das ist halt so ist das, wenn man blind spielt. Man weiß es halt nie. Dann irre ich halt noch ein bisschen rum. Nützt nichts. Dann müsst ihr alle durch. Und ich auch. Die Sonne. Wo ist das Loch? Genau hinter mir. Ab ins Loch. So. Da ist das Ding. Hinein. Unten warten auf jeden Fall direkt Seelen auf uns. Scheiße, ich falle schneller als meine Pfeile. Zum Glück lagen aber die Seelen hier. Und das ist total nett, weil dadurch hat man den Grund wenigstens etwas erahnen können, wo es. So, jetzt sind wir hier. Wir wollen in die Richtung. Ich markiere mir das jetzt hier. So, damit. Dann sehen wir das auf der Karte auch mal. Okay, also. Wir wollen in die Richtung. Wehe. Wehe, das ist jetzt wieder alles abgesperrt. Immer stehe ich vor irgendwelchen Wänden. Bäh. Hauen wir mal so ein großes Pflänzchen hin. Ah, da ist hier viel mehr erstmal. Ist ja widerlich. Ach du Scheiße. Da ist ja schon wieder so eine Bande. Da ist da schon wieder so eine Bande. Der Typ hat immer noch Hydranten an den Armen. Er hat immer noch Hydranten an den Armen. Das glaube ich ist, wenn ich ihn nicht selbst habe, ist das eines der besten Sachen. Elektrizität, weil dann sorgt er dafür, dass die Gegner immer wieder ihre Waffen verlieren. Und das ist eigentlich ganz gut. Hä? Ach, ich habe es an den Rücken gemacht. Dann mache ich hier noch einen Frostwerfer ran. Jetzt hat er Elektrizität am Rücken. Aber vielleicht nützt das ja, wenn der selbst kämpft, nützt er das vielleicht trotzdem. So, das und. Warum machst du das? Ich will, dass du. Das ist falsch, oder was? Hä? Ich will doch das ändern. Wo ist denn das Ding? Ach, der hat das nicht ausgewählt, deswegen. Okay, jetzt hat das. Jetzt hat er es. Ja, genau. Frankensteins Maschine. Da hast du recht. So, machen wir mal noch. Machen wir. Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir jetzt nicht. Oder machen wir? Komm. Ich
Ich will nicht geizig sein. Frostwerfer. 1, 2. 1, 2. 1. Und. De Gret. So. Kostet mich nur schlappe 18 Sonanium. Guck mal, was ich hier für euch habe. Viel Spaß damit. Oh, guck mal. Jetzt hat er sich ein bisschen hingelegt. Das ist ein bisschen doof. Steh auf! Und kämpf! Steh auf und kämpf! Nicht sie mit Steinen werfen! Steh auf! Jetzt hat sie einen erwischt. Ich trau mich nicht da runter. Jetzt steht er. Jetzt geht's los. Bumm. Der erste ist weg. Er ist ein bisschen uneben da, deswegen hat er ein bisschen Probleme. Gut. Hätte ich noch besser bauen können. Gut, jetzt sind wir dran. Los geht's, Leute. Gut, wir fangen gleich mal richtig an hier. Wir fangen gleich mal richtig an hier. Da treffe ich den einfach nicht. Warum treffe ich den da oben nicht? Jetzt habe ich ihn getroffen. So, jetzt bist du dran. Jetzt ist noch einer, den habe ich fast gar nicht gesehen. Maschine, tu was. Das war gar nichts. Mach mal was, du blöde Maschine. Ja, nicht einfach in Abwehrhaltung. Na also. Mach dich nützlich. Oder war das denn kaputt? Oh, das war's schon. Was haben wir hier feines? Eine Königshellebarde. Und haben wir noch was zum Abbauen da? Ja, haben wir. Aber ich brauche Licht. Licht, habe ich gesagt. Ja, ich habe ein bisschen weniger Sonanium jetzt, weil ich noch mal ein bisschen eingekauft habe. So, Energiezeug. Um wieder Materialien kaufen zu können. Cool. So. Wo gehen wir als nächstes hin? Weiter in die Richtung. Wir müssen etwas rechts halten. So, mal schauen. Es sieht eigentlich ganz gut aus, so wie wir bisher lang kommen. Ich hoffe erstmal das Beste. Ein Puffpilzchen. Ich glaube, wir kommen oberhalb des Flusses raus, oder? Verdammt! Kommt wieder oberhalb raus. Hätte ich mich hier unten weiter rechts halten können. Moment, ich probiere jetzt hier. Scheiß drauf. Hier ist ja große Wand. Aber hätten wir uns hier weiter vorne? Sehe nichts.
Das sieht nicht gut aus. Aber hier ist erstmal eine Wurzel. Das hilft auf jeden Fall. Dann sehen wir vielleicht wieder was. Die habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah! Es werde Licht. Sehr gut, jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Und wir sehen, wir wären da nirgendwo drüber gekommen. Wären wir da den alten Weg gegangen. Also tatsächlich ist das hier, das sind die einzigen zwei Durchgänge, um in den Bereich reinzukommen. Krass. Schön schwierig gemacht vom Hersteller, um das zu finden. Schön schwierig gemacht. So, das ist da lang, ne? Jetzt sind wir auf Kurs. Wir kommen zu dem Kreuz. Sehr geil. Ich bin schon gespannt, was da wieder drin ist. Der Fahrradshain. Mhm. Der Fahrradshain. Zeitbomben. Mhm. Oh. Hier ist ein richtig kleines Wäldchen. Hm. Was willst du denn schon wieder, Mann? Kann man sich nicht einmal hier ein bisschen zurücklehnen und den Ausblick genießen? So. Ich glaube, wir machen gleich mal ein bisschen den Abflug, ha? Und wo könnte das jetzt sein? Sieht das mal das von hier aus? Das muss da vorne sein, das Ding, oder? Ist das hier? Okay, hier soll das sein. Bei den Bäumen. Da ist auch die Truhe. Also. Oh, ist schon wieder einer der Ends. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? So, was ist da drin? Ich will's wissen. Ein Seewindschild. Ah, das ist das aus Wind Waker. Das ist aber ja schade, ist ja ein Verbrauchsgegenstand. Hm. Ja, die haben sich schon richtig gut was einfallen lassen mit dem Gehen, sagt der Loser, da hat er recht. Seewindschild. Okay, dies soll der Lieblingsschild eines Helden gewesen sein, der einst das große, weite Meer bereiste. In seiner Familie wurde er über die Generationen weitergegeben. Cool. Aus Wind Waker das Schild. Und wir haben auch Platz dafür. Wenn wir jetzt unsere Rüstung anziehen, dann sehen wir eigentlich schon echt gut aus. Warte mal. So. Die Hose. Guck mal. Da sehen wir doch eigentlich schon ganz gut aus. Oder? Sehen wir einfach mal so aus, wie man in Zelda aussehen sollte. Schon wieder einer der Ends. So, gibt es hier unten noch etwas, was entdeckungswürdig aussieht? Das ist einfach nur ein Loch. Das ist einfach nur ein Loch. Hm. Nee, eigentlich nicht. Probieren zu dem Kreuz zu kommen. Das ist die nächste große Herausforderung. Da müssen wir aber irgendwo erstmal nach oben. Da müssen wir erstmal irgendwo nach oben. Die Markierung mache ich gleich mal weg, bevor ich das vergesse. Dann schauen wir mal. Hier in der Gegend haben wir noch gar nichts. Wir könnten mal von hier aus losspringen. Erstmal hier ist ein Schrein noch. Den kann ich mal schnell machen. Und dann, ja, gehen wir mal da runterwärts.
Schon lustig, was man so findet. Manche Sachen da, da denkt man, dass die passen nicht in die Gegend. Ja, da hast du absolut recht. Ja. Also ich finde es ein bisschen schade, weil das Schild ist ja jetzt ein Verbrauchsgegenstand. Ich werde mich gar nicht trauen, das einzusetzen. Es ist lustig, dass ich es das gefunden habe. Da wünschte ich mir jetzt, man könnte so die Sachen reparieren. Weil das ist ja jetzt voll geil. Oh, guck mal, da fliegt gerade der Drache lang. Ja, den erreichen wir nicht mehr. Bau dir ein Haus und häng es an die Wand. Habe ich hier noch nicht herausgefunden, ob das hier geht. Bei Breath of the Wild ging das ja auf jeden Fall. Aber ob das hier auch geht, weiß ich nicht. So, da ist der Schrein. Also das Schild trage ich jetzt hier nur zum hübsch aussehen. Erstmal, das will ich nicht benutzen. Wäre traurig, wenn sie das nicht übernommen hätten mit dem Haus. Ja, allerdings gibt es das Haus auch noch. Das habe ich auch in einer Folge gezeigt, glaube ich, war eine der ersten Folgen sogar. Das Haus gibt es noch, aber irgend so ein Mietnomade namens Zelda ist da einfach eingezogen. Und das Haus gehört uns nicht mehr, so wie es aussieht. Gaming-Schrein. Cool. Also neues bauen. Ja, ich habe ja noch eine Ahnung, wo man das vielleicht machen kann. Das könnte man auch machen, wenn ich nicht ständig andere Pläne hätte. Und zwar, in Breath of the Wild konnte man hier ein ganzes Dorf bauen. Und da wollte ich auch die ganze Zeit lang schon immer mal hin. Aber ich habe mich natürlich wie immer, schon tausendfach wieder ablenken lassen von irgendwelchen anderen Sachen. Vielleicht kann man da dann ein Häuschen bauen. Das wäre geil. Jetzt mit dem Schild ist es vielleicht dann auch an der Zeit, das irgendwie mal herauszufinden. Feuerkraft. Das klingt nach einem Schrein, der genau für mich gemacht ist. Oh, die meinen so eine Feuerkraft. Okay, vielleicht doch nicht. Wollte nichts spoilern. Gut so. Nichts spoilern. Also, wir haben hier Elektrizität. Könnten da. Haben wir denn irgendwas, um das da hinzustellen? Ach, hier. Eine Platte hätte ich fast gar nicht gesehen. So. Und jetzt geht das hier. Ist das eine Zuckerwattemaschine oder was? Was kann das Ding jetzt? Achso, das könnte ein Ventilator werden, ne? Oder so. Oder kann ich da was draufbauen? Warte mal, nimm mal die Platte weg. Ich kann ja hier überhaupt gar nichts. Warte mal. Also hier lässt sich was draufbauen. Tatsächlich. Das Ding zum Beispiel. Oh, das Ding hier lässt sich ganz verschieben. Aha! Das ganze Ding lässt sich verschieben. Okay, ich muss mal kurz überlegen. Diese Tür soll aufgehen. Sonst gibt es da hinten noch was. Dieser Ventilator zum Beispiel. Vielleicht müssen wir den nehmen. Schön mittig ausrichten.
Wo ist jetzt die Platte? Hier. Okay, jetzt kann der da Wind machen. Wir können von hier oben raufspringen, mit dem Parasegel hochfliegen. Was ist das jetzt genau? Okay, wir können da nach oben. Okay, hier gibt es so eine Flammenteile. Mach mal aus hier. Oh, und da drüben ist noch eine Truhe. Gut, dass ich die schon mal gesehen habe. So, die Teile. Müssen die jetzt da unten dran? Aber da sind ja nur drei. Und da unten sind so eine Ponöbel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein bisschen zu wenig, wa? Aber hier kommen auch immer wieder neue, oder? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, damit muss man irgendwas machen, glaube ich. Also das war runter damit. So, bevor wir aber da weitermachen, hole ich erstmal die Truhe. Autsch. Das ist ein bisschen schief gegangen. Okay, 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 okay. Kommen wir hier bis rüber? Wir kommen nicht mal bis hier rüber. Schaffen wir es allgemein nicht hoch genug? Vielleicht muss das Ding verstärkt werden. Aber macht das jetzt durch die Teile hier irgendwie? Soll das dadurch irgendwie... Ich kann hier auch nirgendwo dran machen, sehe ich gerade. Außer an den Ventilator. Was soll denn das bringen? Denk, denk, denk. Oder bringt es vielleicht doch was? Ich weiß ja nicht, was mit diesen Dingern hier passiert. Was sind denn das hier, diese Ständer? Ich probiere einfach mal was. Wir probieren einfach mal was. Aha, das sind also doch Fackeln. Cool. Das ist ja cool. Wie komme ich jetzt hoch zu der Truhe? Ich trinke mal einen Schluck und denke kurz nach. Das Ding ist definitiv zu weit oben, dass wir jetzt hier mit einem Sprung durch könnten. Ja. Definitiv zu weit oben. Hat das jetzt durch das Feuer hier mehr Auftriebskraft? Das sieht übrigens mega geil aus. Hat's nicht. Jetzt schaffen wir es einfach bis rüber. Ich meine, jetzt schaffen wir es einfach bis rüber. Klar. Massive Sonaniumschild. War jetzt auch nicht so besonders. Ist okay. Ach, das war's schon. Also. Also. Gute Nachrichten. Wir haben damit 4 Schreine zusammen. 4 Segenslichter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann. Ich mache das mal so, dass wir ganz kurz einen Abstecher machen. Hier. Entschuldigung. Dahin. Ganz, ganz kurz. Die 4 Segenslichter abgeben. Und dann geht es direkt weiter.
Dann brauchen wir, wenn wir jetzt das voll haben, wenn wir das jetzt abgeben, nur noch 4 weitere Schreine. Dann hätten wir die komplette Ausdauer voll. Ich nehme zumindest an, dass 3 Kreise das Maximum sind. So wie in Breath of the Wild. Sehen Sie sich. Ich erbitte Herzen. Nicht Ausdauer. So sei es. Cool sehen wir aus. Cool sehen wir übrigens aus. Mag ich voll. Im alten Stil rumzulaufen. Allerdings hätte ich gerne das komplette Gewand. Das ist jetzt so ein Mix aus allem. Ich hätte gerne das komplette Zeitgewand. Das kriegen wir aber bestimmt noch hin. So. Plan für jetzt. Weil das hier, das doof, das mache ich noch. Kommt später. Kommt später. Wir springen jetzt hier hoch oder gehen von hier aus und fliegen da vielleicht einfach mal hin. Ich glaube, das ist am nächsten dran, oder? Ach, der Wassertempel. Ach, egal. Fliegen vom Wassertempel aus dahin. Und dafür habe ich ja auch schon einen Bauplan. Das heißt, es geht recht fix. Und dann machen wir mal eine kurze Segeltour. Also so eine Flugsegeltour. Ihr wisst schon. Und zwar müssen wir hier in die Richtung. Warum muss denn jetzt hier so ein Absatz sein? Dahin müssen wir. Ja, so ungefähr. So. Hier, du großer Riese. Geh mal weg da, ich muss da bauen. Genau, machen wir davon mal 1, 2, 3. Das. Und naja, weil wir lustige Leute sind, machen wir das noch. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Nicht, wenn wir Raketen haben. So. Dann Bauplan. Und irgendwo haben wir hier das Gerät. Oh, da sind sogar 3 Raketen dran. Naja, dann cheat ich mir eine dran. Das ist cool, wenn du nämlich nicht genug Sachen hast, macht das einfach trotzdem. Das ist dann einfach so, ja, wie das, den Lenker und die Rakete. Hier ist ja geringere Schwerkraft, das wäre fast schon wieder schief gegangen. Richtige Richtung, ja, super. Und Vollgas. So, da wollen wir hin. Schon mal ein bisschen nach unten. Da auf der Insel, man sieht sogar irgendwas Rotes. Da ist ein Loch. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass da ein Loch ist. Wünsche dir noch ein Happy Weekend. Das wünsche ich dir auch. Ein sehr schönes Wochenende wünsche ich dir noch. Und danke, dass du da warst. Oh, schön, dass du da warst. Wir sehen uns allerspätestens auf YouTube oder hier im Stream. Tschüss. So, ich wusste, da ist ein Loch. Das heißt, wir kommen dahin. Wir schaffen das. So, ich kann jetzt hier gleich abspringen. Und direkt unter uns ist ein Schrein. Kann ich den, kriege ich den noch markiert? Nein, kriege ich nicht. Das Ding lenkt. Verdammt. Dann markieren wir ihn von unten aus. Der ist aber auch gut versteckt. Den sieht man nur von hier drüben aus. Ist markiert. Und mal gleich mal schauen, ob hier noch was ist. Vielleicht so eine Höhle oder sowas.
Nö. Nö. Dann nicht. Ihr seid immer da. Da kann man nichts gegen machen, ne? Der andere Kopf ist runtergefallen. Ich hab's gewusst. Das ist so eine ganz kleine Stelle rot auf der Karte. Und das sah so aus, aber ich wusste es nicht genau. Dann ist das aber unser Weg. Hä? Was ist denn? Ach, hier. Tschüss. Da ist noch ein Schrein. Was ist denn das? Gelbe Markierung. Was? So weit kann ich hier gucken? Ist ja ein Ding. Ja, du weißt, dass der Schrein hier ist. Oh, hallo. Da ist auch noch so ein Kollege. Feuer. Ja, denen werden wir es zeigen. Ich habe nicht getroffen. Wie peinlich. Jetzt habe ich ihn getroffen. So, wo sind wir? Wir müssen noch eine Plattform weiter. Da drüben. Kriegen wir hin. Ich schaue mich aber hier nochmal kurz um. Hier ist aber nichts weiter, wie ich sehe. Gut. Dann ab hier rüber. Ohne weitere Umschweife. Da ist das besagte Loch. Krass, einfach. Ein Mini-Schlitz ist das eigentlich. Eigentlich nur ein Mini-Schlitz, kein Loch. Cool. Was zum... Wo ist das Vieh? Du kleiner... Außer... Das ist ein Octorok-Ballon. Habe ich vorhin mal durchgelesen. Cooler Tipp von Duser bei mir aus dem Chat. Ein Tipp, er wusste es ja auch nicht. Hat gefragt, was man damit machen kann. Man soll damit Gegner in die Luft heben können. Das werden wir auch mal testen. Bei Gelegenheit. Also an den Pfeil befestigen und dann kann man wohl Gegner damit in die Luft heben. Warum zeigen die Pfeile? Einer zeigt hier hin, einer zeigt dahin. Ist hier irgendwas? Wo die Pfeile sich kreuzen vielleicht? Drüben auch noch ein Pfeil? Ja, tatsächlich. Und alle drei Pfeile zeigen irgendwie hier hin. Was ist da? Vielleicht muss ich Bäume umhauen. Mach das jetzt einfach mal. Was ist hier? Warum zeigen die drei Pfeile hier hin? Auf diesen Punkt hier. Ich verstehe nicht. Ist da irgendwas Besonderes?
vielleicht oben? Nö. So eine Insel direkt darüber? Nö. Vielleicht irgendwas unten? Nö. Ja, ist ja gut. Alte Pfeife. Na gut, dann ab ins Loch. Oh Mann. Krass. Echt gut versteckt. Abgrund auf Tingella. Cool. Kein Bogen ausgerüstet. Alter, hab ich schon wieder Bögen verbraucht. Da kann ich schon wieder eine riesen Leunenrunde machen. Das ist gleich erstmal eine Gegnertruppe. Komm. Ja, schon einmal hier so stehen. Da haben wir gut Schaden angerichtet. Hier einfach weggehen. Hallo? Hier bin ich. Frechheit. Aber cool. Cool, cool. Wir sind unten. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Kreuz kommen. Also wirklich richtig geil gemacht. Schön. Ah, wir haben es mal wieder gecheckt. Und richtig gemacht. So, wo müssen wir denn hin? Dahin. Nee, dahin. In die Richtung. Ja. Hier runterwärts. Nehmen wir das hier noch mit? Ja, komm. Haube einfach liegen lassen. Sieht aus, als ob wir uns hier irgendwie durchbomben müssen. Machen wir aber mit normal. Alter Schwede, wie weit müssen wir uns da durchbomben? Ah, sogar bloß ein Feuerstein. Aha, wir sind durch. Alter, hab ich nicht anvisiert bekommen. So, da sind wir auf der nächsten Plattform. Hm. Die paar Öllichter sind mir eigentlich egal. Wir haben sehr viele.
Aber ist da unten vielleicht noch irgendwas Sinnvolles? Ich höre irgendwas. Was ist das für ein Gejammer hier? Wer ist es? Ach da! Ihr seid es! Ich dachte schon, es wäre was Wichtiges. Da müssen wir als nächstes durch. Ich glaube, ich baue unseren Kollegen mal schnell eine Kanone an. Das könnte ganz sinnvoll sein. Komm mal her. Und zwar bekommst du das Ding. So. Na, wo ist das? So. Das ist doch ein bisschen besser als Donnerblumen zu verdonnern. Moment. So. Oder noch ein Opal. Den nehmen wir natürlich mit. So. Schauen wir mal. Da hinten geht's weiter. Wir müssen jetzt schon wieder auf der nächsten Insel sein. Ja. Ist das irgendwas? Ah, da gibt's eine Waffe. Das sieht aber nicht besonders aus. Dafür gehe ich nicht nach unten. Stattdessen müssen wir da rüber. Hier hin. So. Jetzt. Ach, hau da ab. Ah doch, ich dachte, es geht nicht. Holy shit, Alter. Da war die Kanone weg. Ah, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wir müssen jetzt auf die letzte rüberkommen. Und da sind wir auch. Da ist die Truhe. Wie schön. Alles bis hierher geschafft. So lüftet man also das Geheimnis, wie man hierher kommt. Geili. Was ist jetzt hier drin? Ich bin ganz gespannt. Oh, hier sind Hände neben mir. Die Windmütze. Geil, das ist die Mütze für Wind Waker. Der Held, der einst das große weite Meer bereiste, soll sie getragen haben. Ihr Zipfel wird sachte vom Wind hin und her geweht. Okay. Und die schnarcht. Hey, böse Hände kommen. Was machen wir denn da? Moment mal, machen wir hier. Nee, gib mal hier, genau das. Da gibt man bestimmt was Gutes. Das hier ist meistens gut. Aber dann nehmen wir auch gleich einen der guten Bögen.
greifen ja gerade gar nicht an. So. Und für dich packen wir auch mal die guten Sachen aus. Komm her, Phantom Ganon. Au. Oh, nicht das Schild. Wir nehmen ein anderes Schild. Bye bye. Bogen des Dämonenkönigs. Ein paar Finsterklumpen. So, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Ha! Setzen wir gleich mal auf, das gute Stück. Wo ist sie denn? Was so viele Elbe. Die Windmütze. Sieht sogar etwas besser und passender aus. Geil. So, wir sehen echt super aus. Guckt euch an. Guckt mich an. So, cool. Zweites Teil, Wind Waker Rüstung. Eins fehlt noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, denkt daran, abonnieren, kommentieren und tschüss.